Bilal war ein dunkelhäutiger Sklave, mit ziemlicher Sicherheit der Sohn von Sklaven, und es wird angenommen, dass er aus Abyssinien, heute Äthiopien, stammte. In die Sklaverei hineingeboren, hat er vielleicht nie erwartet, dass das Leben ihm mehr zu bieten hat als harte Arbeit, Schmerz und Schinderei. Aber Bilal hat diese Erde zu einer sehr bedeutsamen Zeit betreten. Er war Sklave in der Stadt Mekka, als ein Analphabet begann, die Menschen aufzufordern, den einen Gott anzubeten. Dieser Mann war Mohammed, der Gesandte Gottes, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm. Und seine Botschaft richtete sich an die gesamte Menschheit. Bilal, möglicherweise der erste Afrikaner, der den Islam angenommen hat, akzeptierte die Botschaft mit vollem Herzen. Das Leben wurde für Bilal erheblich schlimmer. Wie ein Ertrinkender, der sich an ein Seil klammert, das ihn in Sicherheit zieht, klammerte sich Bilal an die Worte des einen Gottes. Und sie waren wesentlich daran beteiligt, sein Leben zu retten. Bilal hörte die Botschaft von Mohammed, dass Gott einer ist, der Allmächtige, der Barmherzige. Aber er hörte auch die Worte seines Besitzers. Umayya ibn Khalaf, ein wohlhabender Mekkaner, war besorgt, sein Lebensunterhalt, der sich um Götzendienst drehte, könnte durch Mohammeds Botschaft zerstört werden. Er sprach mit anderen über die Veränderung in der politischen und religiösen Landschaft Mekkas und sagte, Mohammed war nie ein Lügner, Zauberer oder Verrückter gewesen, aber wir müssen ihn so bezeichnen, bis wir die von ihm abgewendet haben, die zu seiner Religion eilen. Nach dem Bibliographen Ibn Ishaq und anderen litt Bilal schrecklich für seine Annahme von Mohammeds Botschaft. Es wird gesagt, dass er gnadenlos geschlagen, an seinem Hals durch die Straßen und Hügel von Mekka geschleift und lange Zeit ohne Nahrung oder Wasser gelassen wurde. Es wurde berichtet, sein Besitzer, Umayya ibn Khalaf, brachte ihn zur heißesten Tageszeit hinaus und warf ihn im offenen Tal auf seinen Rücken und platzierte einen riesigen Felsen auf seine Brust. Dann sagte er zu ihm, du wirst hier bleiben, bis du stirbst oder bis du Mohammed leugnest und Allah und Al-Uzza anbetest. Bilal hat den Islam nicht widerrufen und mitten in seinem Leid brachte er nur das eine Wort hervor, Ahad. Die Neuigkeiten von dem Sklaven, der ausrief, Gott ist einer, erreichten den Propheten Mohammed und seine Gefährten selbst mitten in der Folter. Abu Bakr, der engste Freund des Propheten Mohammed und ein wohlhabender Händler mit der gleichen Stellung wie Umayya, wurde geschockt, um zu vermitteln. Er kam auf das offene Feld, wo Bilal zur Belustigung gefoltert wurde. Abu Bakr verlor nicht seine Beherrschung, denn dies war nicht seine Art, aber er machte den Folterern Vorwürfe. Er sagte zu Umayya, fürchtest du nicht Gott, dass du diesen armen Mann so behandelst? Er antwortete, du bist derjenige, der ihn verdorben hat, also rette ihn aus seiner Not. Abu Bakr antwortete, dann verkaufe ihn mir, nenne mir deinen Preis. Umayya war ein Geschäftsmann und konnte sich keinen Handel entgehen lassen. Also verkaufte er Bilal für einen guten Preis. Um Bilal zu demütigen, fügte er hinzu, ich hätte ihn dir auch verkauft, wenn du nur eine Unze Gold geboten hättest. Abu Bakr antwortete, ich hätte ihn auch gekauft, wenn du 100 Unzen verlangt hättest. Bilal wurde versorgt und gesund gepflegt. Nach seiner Genesung wurde er zum Propheten Mohammed gebracht und stand an seiner Seite, unterstützte ihn und lud andere zum Islam ein. Zur Zeit des Propheten Mohammed war Sklaverei eine weltweite, fest eingewurzelte Intuition. Die Gesetze des Islam strebten danach, die Sklaven zu befreien. Gott erwähnt im Koran, dass die Sühne für zahlreiche Sünden die Befreiung eines Sklaven ist. Und dies wird als eine fromme Tat betrachtet. Bilal liebte es, in der Gesellschaft des Propheten Mohammed zu sein und kam ihm außergewöhnlich nahe. Verschiedene Überlieferungen erwähnen, dass Bilal die Ehre hatte, den Propheten jeden Morgen zu wecken und so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Die Geschichte von Bilal wird oft benutzt, um die Wichtigkeit des Pluralismus und der Rassengleichheit im Islam zu demonstrieren. Was noch wichtiger ist, ist, dass sie ein Beispiel dafür ist, dass die Frömmigkeit eher das Maß des Menschen ist, als Rasse, ethnische Zugehörigkeit oder sozialer Stand. Im zweiten Teil werden wir mehr über Bilal erfahren, über die Auswanderung der Muslime nach Medina und die große Ehre, die Bilal, dem befreiten abyssinischen Sklaven, zuteil wurde. Bilal ibn Rabbas Annahme des Islam ist eine mächtige Geschichte über Sklaverei, Konversion, Folter und Rettung. Sie berührt die Aspekte des Rassismus, ist eine Lektion im Pluralismus und lehrt uns, dass Frömmigkeit das einzige Maß für den Wert einer Person darstellt. Bilals Geschichte ist auch die Geschichte des Azan oder Gebetsrufes, denn Bilal war auch der erste Muezzin des Islam. Auf der ganzen Welt ist eines der ergreifendsten Symbole des Islam der wohlklingende Ruf zum Gebet. Sein erhabener Klang hallt durch die Städte und Wiesen, über Stände, fruchtbare Felder und in öden Tälern. Einmal gehört, kann man den Klang des Azan nie wieder vergessen. Und viele Menschen haben den Islam als ihre Religion angenommen, einfach weil sie diesen inbrünstigen Klang gehört haben.
Azan, was Ankündigung bedeutet, wird nur einmal im Koran erwähnt, doch nichtsdestotrotz spielt er eine wesentliche Rolle im Leben eines Muslims. Wenn ein Muslim den Azan hört, beginnt die Vorbereitung für das Gebet. Bilal hatte wegen seiner schönen Stimme die Ehre, der erste Mann der Welt zu sein, der den Azan machte und die Gläubigen zum Gebet rief. Im Jahr 622 wanderten der Prophet Mohammed, Bilal und die meisten der jungen muslimischen Gemeinde nach Medina aus. Hier begann der Prophet Mohammed, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, das Werk, eine muslimische Nation aufzubauen. Nach den authentischen Überlieferungen war der Prophet Mohammed besorgt und bestrebt, einen Weg zu finden, um die Muslime zum Gebet zu versammeln. Er wollte etwas Einzigartiges. Da teilte Abdullah bin Zayd, einer der Gefährten, dem Propheten einen Traum mit, den er gehabt hatte. Es erschien mir im Traum ein Mann, der zwei grüne Gewänder trug, in dessen Hand sich eine Glocke befand. Ich sagte, O Diener Gottes, willst du diese Glocke verkaufen? Er sagte, was willst du damit anfangen? Ich sagte, wir werden die Leute damit zum Gebet rufen. Er sagte, soll ich dir nicht etwas Besseres zeigen als das? Ich sagte, ja. Er sagte, sprich. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Die Überlieferung geht weiter. Der Prophet Mohammed hörte der Beschreibung des Traumes zu und sagte, dies ist ein wahrer Traum. Das bedeutet ein Traum, den Gott gesandt hat. Hole Bilal und sag ihm, was du gesehen hast. Lehre ihm die Worte, damit er den Ruf machen kann, denn er hat eine schöne Stimme. Da ging es zu Bilal und erzählte ihm meinen Traum. So machte er den Gebetsruf. Umar ibn al-Khattab hörte den Ruf, als er noch in seinem Haus war. Er eilte hinaus, zog seinen Mantel hinter sich her und sprach, bei dem einen, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, o Gesandter Gottes, ich habe denselben Traum gesehen. Der Prophet Mohammed war zufrieden und sagte, gepriesen sei Gott. In der Dekade nach der Auswanderung begleitete Bilal den Propheten Mohammed auf allen militärischen Expeditionen und hatte die Ehre, den Speer des Propheten Mohammed tragen zu dürfen. Er kämpfte in der Schlacht von Badr und in dem Gefolge tötete er seinen früheren Herrn, Umayya ibn Khalaf. Bilal war auch in der Schlacht von Uhud und in der Gram-Schlacht dabei. Nachdem die muslimischen Kräfte
Mekka erobert hatten, stieg Bilal auf die Kaaba, um die Betenden zum Gebet zu suchen. Das war das erste Mal, dass der Gebetsruf in der heiligsten Stadt des Islam gehört wurde. Nach dem Tod des Propheten Mohammed fühlte sich Bilal nie mehr wie zuvor. Einen Tag nach dem Tod des Propheten ging Bilal wie gewöhnlich, um den Ezan zum Morgengebet zu machen. Als er den Ezan rief, brach er zusammen und Tränen begannen über seine Wangen zu strömen. Es gelang ihm, den Rest des Ezan mit leiser Stimme zu beenden. Daraufhin hörte Bilal damit auf, in Medina den Ezan zu machen. Die Erinnerungen an Medina waren zu schwer für ihn, um damit zu leben, und er zog an einen anderen Ort. Später, wenn er Medina besuchte, stimmte auf Wunsch der Enkelsöhne des Propheten Mohammed zu, den Ezan zu machen. Alte Erinnerungen, die tief in seinem Herzen lagen, wurden wiederbelebt. Und diejenigen, die goldenen Tage mit dem Propheten Mohammed verlebt hatten, konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Es wird angenommen, dass Bilal zwischen 638 und 642 in Syrien verstarb. Imam al-Suyuti schreibt in seinem Buch Tariq al-Khulafa, Bilal starb im Alter von über 60 Jahren in Damaskus. Andere sind der Meinung, dass er in Medina starb. Wir können sicher sein, dass sein ewiger Aufenthalt das Paradies sein wird. Denn der Prophet Mohammed, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, nannte Bilal einen Mann des Paradieses.